Data Mesh ist ein soziotechnisches Konstrukt. Das heißt, es gibt neben der Technologie und der Architektur, die wir aufbauen müssen, noch andere Dimensionen wie Mensch, Organisation und Prozesse. Und dementsprechend ist ganz klar ein Thema, das man nicht aus der IT heraustreiben kann. Das kann ein CIO nicht hergehen und dieses Thema für sich entdecken und umsetzen und im Unternehmen verankern. Es braucht das Commitment von der gesamten Organisation. Hey Nicola, wo hast du eigentlich zum ersten Mal von Data Mesh gehört? Das ist ganz eine gute Frage, Alex. Angefangen hat es bei mir, dass wir mit dem Kunden uns entschieden haben, wegzukommen von einem zentralen Integrationsteam, wo Plattform- und End-to-End-Integrationsstrecken kombiniert in einem Team macht und dort immer wieder mit Bottlenecks zu kämpfen hat, hin zu einer dezentralen oder agilen Integrationsplattform, wo die Plattform von einem zentralen Team kommt und obendrauf End-to-End-Integrationen von dezentralen Domänen- und Produkteteams umgesetzt werden. Und wie wir die Plattform hatten, haben wir gemerkt, wir brauchen noch irgendeinen Schritt drauf, dass die Plattform wirklich belebt wird. Und haben dann dort angefangen, Enabler aufzusetzen. Und gerade so in diesem Zeitrahmen ist dann auch das Konzept von der Jean-Marc Degani gekommen, hat für uns super gepasst und wir haben uns einiges können abschauen, wie wir das auch umsetzen können. Und wie war das bei dir, Alex? Ja, also wir sollten ja als Consultants Impulse vom Markt mitbringen. Wir sollten auch die Erfahrungen, die wir bei anderen Kunden gemacht haben, mit in unsere Mandate bringen. In diesem Fall muss ich aber ehrlich zugeben, war es der Kunde. Also ähnlich wie ihr auf dieser Journey, um ein DWH zu erneuern. Und hatten gerade den Schritt in die Cloud beschlossen. Und da ist der Kunde mit dem Konzept aufgekommen und gesagt, Data Mesh, das wäre doch was für uns, weil damit könnten sie auch das Problem, ähnlich wie bei euch, von der Zentralisierung, diesen Bottleneck, den sie gespürt haben, den könnten sie adressieren. Sehr gut. Herzlich willkommen zum Tech Talk Podcast zum Thema Data Mesh. Ich bin der Nicola, Consultant bei der IPT, komme ursprünglich aus dem Engineering raus, sehr viel in der Integration und in der Versicherungsindustrie tätig. Und habe mich während dem Ganzen immer mehr auch Richtung Datenintegration entwickelt und auch hier zum Thema Data Mesh. Ja, und ich heiße Alexander Kern, bin auch Consultant bei der IPT. Mein Background ist auch ähnlich Engineering, angefangen mit Integrationsplattformen und bin eigentlich mit den Plattformen treu geblieben, nur dann waren es mal dann auch also hingewandert in Richtung Streaming-Plattformen und in den letzten Jahren in Richtung Data Mesh. Und wir wollen heute hier diese Chance nutzen, um uns den Standort festzulegen, wo wir uns auf dem Hype-Cycle von Data Mesh befinden und was wir auch gelernt haben in dieser Zeit. Den Hype-Cycle von Gartner, den kennen alle. Am Anfang ist Riesenaufruhr, eine Technologie, die sehr vielversprechend ist. Alle wollen ein Stück von diesem Kuchen und auch das, was versprochen wird. Und dann bei den ersten Implementierungen, das sehen wir häufig bei den Kunden, fehlen Erfahrungen mit der Methodik, fehlen Erfahrungen mit der Technologie, kommt man so ins Tal der Tränen und dann mit dem Gelernten geht es in Richtung Plateau of Productivity. Ja, die große Frage, Nicola, ist, wo befinden wir uns denn deiner Meinung nach im Kontext von Data Mesh auf diesem Hype-Cycle? Ja. Ist jetzt gerade eine spannende Frage, weil gerade Gartner, die du erwähnt hast, also die Firma von diesem Hype-Cycle, die haben Data Mesh nicht so wirklich gesehen. Das Konzept ist von ThoughtWorks gekommen und ich glaube, dort war dann auch so ein bisschen die Konkurrenz gewesen. Dann hat Gartner plötzlich Data Mesh vor dem Plateau of Productivity für tot erklärt. Und ja, jetzt sind wir doch irgendwie so 2-3 Jahre später und merken, selbst Gartner hat ganz viel von Datenprodukten, einfach nicht von Data Mesh. Und entsprechend befinden wir uns jetzt doch so auf dem besten Weg zum Plateau of Productivity und haben, glaube ich, auch das grösste Teil der Tränen durchschritten. Auf dem Weg daher sind auch Produktehersteller sehr stark aufgesprungen, haben die Umsetzung von Data Mesh als soziotechnischem Konzept vereinfacht. Ob das jetzt Datenplattformen wie Fabric von Microsoft sind oder auch Kafka bei Confluent. Ja, aber diesen Leidensweg
diesen Leidensweg durch das Tal da drinnen, den haben wir gemeinsam mit unseren Kunden ja durchgeführt. Und wir wollen uns jetzt anschauen, welche Learnings wir gemacht haben. Im Vorfeld haben wir ein paar rausgepickt. Das erste wäre die Verantwortung und das Thema der Domänen. Das zweite, der Wille zum Umbau der Organisation. Also wenn man wirklich da diesen Organizational Change hineinbringt. Das Thema Self-Service und wie das mit Governance wirklich zusammenhängt. Das Thema Reuse, also wie bekommt man diesen Reuse hin? Und auch die Discovery, wie kann man diese befüllen und Sachen auch auffindbar machen? Und dann werden wir abschließen mit dem Thema der Belebung der Plattform. Wie bekommen wir Traction? Wir starten mit dem ersten. Was sind denn deine Erfahrungen im Kontext der Verantwortung und der Domänen aus dem Tal der Tränen? Ja, ist wahrscheinlich fast mein Lieblingssteckenpferd. Mhm. Wir sind gestartet beim Kunden, eben, dass wir die Dezentralisierung gemacht haben und haben den Kunden müssen dort anbringen, ja, jetzt haben wir zwar eine zentrale Plattform, aber jetzt müssen wirklich alle Teams in der Breite müssen ihre Domänenverantwortung wahrnehmen. Wir haben viel darüber geredet, wie schneidet man Domänen. Mhm. Also wirklich den Domänenschnitt finden, der mit den Teams zusammenpasst, wirklich so geschlossenen Bereich hat und dann auch die Teams Verantwortung übernehmen. Und das betrifft fast alle Produkte, Engineering-Teams, die irgendwie Verantwortung haben, dass sie auch ihre Daten wirklich selber bereitstellen. Und dort ist sehr viel Change Management, ja, weibeln und werben und zeigen, dass es funktioniert, technisch wie auch inhaltlich notwendig, dass wir dort vorankommen. Und das hat sehr viel auch mit Organisation zu tun. Und gerade so der organisatorische Umbau ist wahrscheinlich auch eines von deinen Steckenpferden, oder? Ja, es ist ganz klar, du hast ja vorhin schon erwähnt, Data Mesh ist ein soziotechnisches Konstrukt. Das heißt, es gibt neben der Technologie und der Architektur, die wir aufbauen müssen, noch andere Dimensionen wie Mensch, Organisation und Prozesse. Und dementsprechend ist ganz klar ein Thema, das man nicht aus der IT heraustreiben kann. Es kann ein CIO nicht hergehen und dieses Thema für sich entdecken und umsetzen und im Unternehmen verankern. Es braucht das Commitment von der gesamten Organisation. Mein Learning ist ganz klar, dass es Teil der Strategie sein muss. Es muss diesen roten Faden geben von der Unternehmensstrategie, wo es zum Beispiel um die 360-Grad-Sicht des Kunden gehen kann. Dass man dann davon ableitet in der IT-Strategie, dass man sagt, wir wollen datengetrieben werden als Unternehmen, das müssen wir. Und dann in der Datenstrategie selbst auch festhält, ja, wir gehen in Richtung Dezentralisierung. Also in die Fachbereiche, das, was du gerade vorhin gesagt hast, oder die Kompetenzen dort verankern und auch das Tooling dafür zur Verfügung stellen. Und wenn es diesen roten Faden nicht gibt, dann ist es eigentlich unmöglich. Es gibt ja nämlich auch gewisse Gärtchen, die jeder für sich hat. Jemand wird auch dazu kommen müssen, Gärtchen aufzugeben und dementsprechend sind wir schwierig. Ein wichtiger Aspekt aber, den auch die Organisation irgendwo diese Plattform zur Verfügung stellen muss, ist das Thema Self-Service, oder? Dass es aufgeht. Und das mit Governance. Viele unserer Kunden sind ja stark reguliert. Wie kann denn das klappen? Absolut. Und dazu kommt noch als Erschwerung. Governance ist wahrscheinlich von ganz wenigen wirklich ein Herzensthema. Es ist eher ein Bremser. Und gerade dort ist die Wichtigkeit des Self-Service sehr gross. Sprich, der Self-Service sollte so viel wie möglich von der Governance in einen Prozess einbringen, durchautomatisieren, vereinheitlichen, dass es eben Governance nicht zum Bremser wird, sondern ein inhärenter Teil des Prozesses ist, wo man mit dem ganzen Self-Service macht. Der Self-Service ist sehr wichtig im Data Mesh. Zum einen zum Datenprodukt bereitstellen, aber dann auch wieder zum Konsumieren. Mhm. Dort wird der ganze Kontrakt zwischen Produzenten und Konsumenten geschlossen. Der Produzent sagt, was er bereitstellt. Der Konsument kann sich darauf subskribieren und braucht dann eben auch gerade Governance-Freigaben. Mhm. Was konsumiert er für eine Datenklasse? Der Datenschutz muss gewährleistet sein. Thema Freigabe vom Fach, Data Owner, dass der auch dort sein Approval gibt. Und all das, die einen guten Prozess im Self-Service einbringen, kann die Automatisierung von Governance sehr gut ermöglichen. Mhm. Jetzt haben wir aber wenn wir aber einen Self-Service haben, dann muss der ja wirklich genutzt werden. Und eben nicht irgendwelche Schleichwege hinten rum verwendet werden. Was denkst du, Alex, jetzt gerade das Thema Reuse, haben wir auch als wichtige Dimension erkannt und die Incentivierung von der Bereitstellung von Datenprodukten. Was siehst du dort als wichtig?
Ja, also ist das Kernstück, oder? Wir wollen Datenprodukte definiert haben, die dann auch ein Reuse haben, die wertvoll sind für das Unternehmen und nicht diese Silos abbilden, sondern über das ganze Unternehmen hinaus. Und da braucht es ein Incentive, so wie du sagst. Die Incentives, was wir gesehen haben bei Kunden, was gut funktioniert, sind vor allem technologisch, dass du zum Beispiel dein Datenprodukt nur den vollen Umfang hat, wenn es für andere auch zugänglich ist, mhm. also in irgendeiner Form veröffentlicht wurde und damit auch auffindbar ist. Ja. Könnte zum Beispiel sein, dass dein Datenprodukt nur dann sich automatisiert aktualisiert. Das ist eine Möglichkeit, die wir auch schon in Action gesehen haben, funktioniert sehr gut. Die zweite Möglichkeit, das hat ein Kunde vor kurzem aufgebracht, finde ich spannend. Die Idee, dieser Kunde, die arbeiten sehr stark mit Bonis für ihre Mitarbeiterinnen. Und eine Möglichkeit sehen Sie darin, dass Datenprodukte oder die Erstellung von Datenprodukten, die hilfreich sind fürs Unternehmen, dass diese auch bonusrelevant sind in irgendeiner Form. You get what you measure. Das heißt, es ist, find's sehr schwierig, welche KPIs man hier definieren kann, aber ich finde den Ansatz nicht uninteressant, muss ich generell sagen. Aber eines der größten Schmerzpunkte haben wir noch gar nicht besprochen, und zwar das Belebung der Plattform. Entsteht diese neue Data Mesh-Plattform dort? Wie bekommt man das Leben dort hineingehaucht? Ja. Ich glaube, du hast einen guten Aspekt genannt, das ist die Incentivierung. Mhm. Das ist aber nur ein Aspekt an dem Ganzen, was jetzt meiner Erfahrung sehr viel geholfen hat, ist so das Thema Enabler. Mhm. Also gerade Datenprodukte, gibt es ja unterschiedliche Arten von Datenprodukten. Und eine wichtige Kategorie sind Source-Datenprodukte, sprich mal aus dem Source-System, aus diesen Domänen, aus den Daten ins Mesh jetzt bringen, dass man kann weitere aggregierte Datenprodukte auch erstellen. Und gerade dort hilft ein Enabler sehr gut, wo man mit zum einen technischem, aber auch mit fachlichem Know-how kommt und zusammen mit diesen Domänenteams die Datenprodukte kann entwickeln, auf die Plattform bringen, das möglichst schnell. Also gerade auch, wenn man Druck hat und will die Traktion gewinnen, hilft es mal, eine erste Iteration zu bauen, die schnell rauszubringen, zu validieren, zu testen und von dort her auszubauen, dass man wirklich so ein full-fledged Datenprodukt hat und mit diesen Learnings dann auch zukünftige Datenprodukte viel einheitlicher, schneller und wahrscheinlich von Anfang an qualitativ hochstehender kann entwickeln. Ja, weil häufig sind ja auch die Daten von diesen Source-Systemen, von so Insurance-Core-System oder Banking-Core-System, sind ja auch sehr schwer verständlich, oder? Wenn man reinschaut. Ja. Und da braucht es dann auch den Experten oder die Expertin, die diese Daten initial in die Plattform bringt, oder? Denn ohne den Daten ist die Plattform dann auch nicht so spannend. Absolut. Und dort ist, glaube ich, das Thema Datenmodell dann sehr hilfreich. Also nicht ein kanonisches Datenmodell über das ganze Business hinweg oder so. In einer Multiline-Business-Unternehmung ist das fast unmöglich, aber doch so ein Shared Model hat, wo man sich daran anlehnen kann, dass man auch ein gemeinsames Verständnis für die Daten kann erreichen über die Unternehmung hinweg. Ja. Mit eben verschiedenen Sprachen gesprochen werden in den jeweiligen Domänen, gerade so nach Domain-Driven Design, braucht man dann doch im Data Mesh auch ein gemeinsames Verständnis und die Daten können nachknüpfen. Mhm. Und mit dem haben wir uns jetzt, glaube ich, auch so aus dem initialen Tal der Tränen können rausbewegen. Langweilig wird es, glaube ich, noch nicht. Wir haben weiterhin spannende Herausforderungen. Und dort vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrungen. Was siehst du noch weiterhin? So als Perspektive. Weitere Top-Challenges, die uns noch bleiben, auch wenn wir schon richtig Plateau of Productivity kommen. Ich denke, die Hersteller sind schon sehr weit gekommen, seitdem wir jetzt initial die ersten Projekte gemacht haben. Was wir noch immer sehen, ist, dass das Self-Service, dass man da noch selbst sehr viel bauen muss. Ja. Und jeder, der eine Plattform gebaut hat, weiß, die Anzahl möglicher Features ist endlos. Und die muss man einfach stark priorisieren mit dem Business und dann auch schauen, dass man hier eine Etappierung hineinbekommt und dann Stück für Stück das ausbaut und sich nicht übernimmt am Anfang. Das ist aber ja kurzfristig. Ich glaube, die Plattformen werden nachziehen, die Hersteller. Langfristig, und das habe ich bereits erwähnt, ist das Thema Organisation. Also es muss wirklich einfach ein gesamtheitliches Commitment her, weil es eben alle betrifft in einem Unternehmen. Und ansonsten ist der Weg in Richtung Dezentralisierung gar nicht geschehen kann. Ja. Deckt sich das mit deiner Ansicht? Oder hast du noch? Ja, gerade der organisationale Change ist für mich auch noch das Top-Thema. Ja. Gerade weil du eben
nicht mehr ein Team hast, ob du musst, ja, alleine, sondern es betrifft alle Teams und eben nicht nur die IT-Teams, mhm, Produkte-Teams, sondern auch das Fach. Mhm. Man braucht Datenschutz, wenn man an Bord ist. Man hat Fachowner auf der jeweiligen Domäne drauf, die müssen mitmachen und sich bewusst sein, sie sind nicht nur für das System verantwortlich, mhm, sondern auch für die Datenprodukte, die bereitgestellt werden, mhm, in ihrer Rolle als dann meistens Data Owner oder Data Steward. Und gerade auch die Datenqualität, die man früher noch gerne ein bisschen abgeschoben hat, sich viel mehr muss bewusst sein. Mhm. Und dort wird es, glaube ich, auch weiterhin noch einiges zu tun geben, das wirklich in die Organisationen rauszubringen. Und der zweite Aspekt sind Datenprodukte selber. Mhm. Data Mesh, so die Prämisse, jetzt kommt die operative und die analytische, dispositive Welt zusammen. Mhm. Ja, technologisch allemal. Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon sehr weit. Aber wirklich die einzelnen Datenprodukte, dass sie für unterschiedliche Zwecke wirklich funktionieren, das bleibt noch eine Challenge. Und ich erhoffe mir da auch noch weitere Impulse. Jetzt zum Beispiel McKinsey mit ihrem Buch Rewired, mhm, wo es sehr businessorientiert ist, redet von Datenprodukten als der Variante für Skalierung. Mhm. Um eben auch die gleichen Datenprodukte in der Breite verwenden und das auch über die Lifetime raus von einem System, mhm, dass man wirklich Daten langfristig in ein Data-Driven Business, mhm, kann überführen und uns da auch noch lang wird begleiten. Genau, die Awareness ist da. Ja, absolut. Und langweilig wird uns nicht. Das definitiv auch nicht. Also ich freue mich mega auf die kommenden Projekte. Ich merke, bei uns, also bei allen Kunden ist das ein Thema und spannend bleibt. Freut mich sehr, dass wir hier uns austauschen konnten zu dem Thema. Danke. Mir hat es auch grossen Spass gemacht, jetzt mal so einen Zwischenstand zu besprechen und weitere Top-Challenges in Angriff zu nehmen. Mhm. Also.